Vigil starts to chuck out the flamethrower, and Baron is so, so low. Milica almost stole that one away. Puerto's going to be able to use the showstopper, but he does get burned down and destroyed by Cop. Cabochon slides in, glides out. I have to step up and do something differently. If I just keep going down the same road as I've always gone down, and I don't think we're going to make it out of playoffs. Maybe we can get like some magic back in the team. Jax on the flank, Shadow diving forward, but he's exhausted straight away and he's already dead. Limit's gonna take him out, Humanoid gets one, but Jax is gonna answer it. And this is it, the show has been stopped for Mad Lions. They were on their way to first in the league, but SK. Our performance this split is better than it was in spring. My teammates play a huge part in why we are successful now. Herzlich willkommen zurück zum letzten Spiel im regulären Split Fnatic gegen SK. Und es geht tatsächlich sogar noch um ein bisschen was. Sollte hier nämlich Fnatic gewinnen, dann sind sie punktgleich mit SK, haben aber einen 2-0 Sieg gegen SK im direkten Vergleich. Das heißt, Fnatic würde sogar ins Upper Bracket rutschen und Schalke müsste gegen SK ran. Sollte Fnatic verlieren, dann rutscht Schalke auf den 5. Platz, Fnatic auf den 6. Platz und die beiden werden sich im Lower Bracket begegnen. Also es kann immer noch ein bisschen was an der Tabelle passieren. Außerdem muss Fnatic immer noch beweisen, dass sie auch verdient in den Playoffs sind, weil es sah für eine Zeit lang wirklich sehr schwankend aus, was sie abgeliefert haben. Ist auch bis zum Ende eigentlich nicht sicher, schaffen sie es, kommen sie weiter oder nicht. Exe hätte ihnen da auch nochmal komplett einen Strich durch die Rechnung machen können. Insofern Fnatic eigentlich immer noch so ein bisschen im Zwang, sich zu beweisen. Glaubst du, das werden sie heute gegen SK, gegen einen sehr starken Gegner tun? Ja, sie brauchen nochmal so eine Falle wie gestern, weil bei dem Spiel gestern haben sie ja ganz klar vorher Kalista abgegeben. Dann hatten sie Cho'Gath mit einer Senna auf Botlane. Der Plan super aufgegangen. Kalista konnte das Spiel gar nicht spielen. Und wenn sie heute nochmal so ein ähnliches Schnäppchen schlagen, dann kommen sie easy auf den 4. Platz und avoiden damit Schalke. Würde ich ihnen auch zutrauen, dass sie es schaffen. Dann hätte SK quasi die Probleme. Weil jetzt gerade dieses Momentum ist so ultra wichtig. Schalke wird das wahrscheinlich mitnehmen bis in die Playoffs und sich richtig gut vorbereiten dann, also in 2 Wochen. Ja, wenn natürlich diese eine Woche Pause nicht zu einem Problem wird. Aber trotzdem, SK, eigentlich ein recht konstantes Team. Am Anfang des Splits hat Tim predicted, dass wir sie auf dem 3. Platz sehen werden. Das wird jetzt natürlich nicht mehr möglich sein. Trotzdem haben sie sich nochmal stark verbessert, Annika. Warum sind sie so viel stärker geworden und wo siehst du sie in diesem Split? Ich glaube, die Teamsynergie bei SK ist einfach wunderbar gut. Du hast das Gefühl, die sind genau auf einer Wellenlänge und können genau diesen Spielstil, den sie ja relativ erfolgreich jetzt fahren, auch perfekt umsetzen. Ich denke auch, dass sie sich jetzt hier auf dem 4. Platz halten werden. Und generell, Tims Prediction ist, Mad Lions war ja eigentlich auf dem 1. ist einfach nur einen Platz nach hinten gegangen. Stimmt. Ja, Tim hatte im Endeffekt ziemlich gut predicted. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er da war, haben seine Predictions gestimmt. Mal sehen, wie es jetzt zum Ende des Splits werden wird. Auf jeden Fall für SK aber ein super wichtiges Match. Und sie werden sehr wahrscheinlich, du hast schon angesprochen, auf die Falle von gestern nicht nochmal reinfallen. Sie werden nicht den gleichen Fehler machen wie Excel. Gibt es irgendwie vielleicht eine andere Strategie oder eine andere Trap, die du dir jetzt vorstellen könntest, die Fnatic vielleicht vorbereitet haben könnte? Also ich könnte mir vorstellen, dass Fnatic gerne sowas sehen will wie GP oben auf Bippo. Mhm. Bippo ist halt jetzt gerade so ein bisschen Problem gewesen, weil vorher hatte Renekton gezeigt, hat nicht so wirklich geklappt, ist glaube ich Zero Five gegangen. Sie müssen halt so einen anderen Spielstil finden als den sie gerade verwenden, weil sie immer auf Recklessen Champion wählen, sowas wie Senna, was halt lange scaled, aber Early Game nicht wirklich viel bringt. Das heißt, wenn sie jetzt auf Reckless zum Beispiel eine Caitlyn hätten, dann würde er es zum ersten Mal spielen, aber dann hätten sie halt auch einen super krassen ADC und genau das brauchen sie jetzt. Also sie brauchen Reckless, der das Team wirklich carried und im nächsten Schritt dann Nemesis und Selfmade, die einfach konstant spielen. Ja, wird auf jeden Fall sehr schwierig werden, das Ganze natürlich auch durchzubringen. Auf der anderen Seite der SK, Annika, wir haben schon häufig darüber geredet, dass sie sich verbessert haben, gemacht haben. Liegt es auch daran, wie die Spieler sich umgestellt haben? Jenix zum Beispiel ist ja jetzt auf der Toplane unterwegs. Ist das einer der Gründe, warum sie so erfolgreich waren? Unter anderem auch. Ich glaube, gerade Jenix hat ja auch schon in Interviews gesagt, er hat sich eigentlich relativ wohl direkt auf der Toplane gefühlt, weil gerade die Meta momentan in der Midlane eher relativ defensiv ist und er lieber eher für die Plays geht. Und gerade Toplane, da immer wieder Counter-Matchups zulässt, gerade wenn du viele von diesen Tank gehst, von diesen Free-Scaling-Matchups, den Gangplank, kann man da relativ gut Counter für finden und selber proaktiv derjenige sein, der für das Team engaged, der da eben für die ganzen Teamfights sorgt. Und ich glaube, die Rolle steht ihm gut. Vor allem, wenn man mit Zazu in den Midlaner gefunden hat, der absolut gerne diese Safen Pick spielt, wie eben in Asia und da auch schon gerne in der allerersten Rotation oder generell in der ersten Pickphase, wenn man da auf jeden Fall irgendwie eine Bastion in der Midlane hat, die keiner durchbrechen kann. Ja, und das ist ein sehr gutes Stichwort. Die erste Pickphase werden wir jetzt sehen in der Pick und Bann von diesem Match. Wir springen direkt rein. Fnatic gegen SK. Und ob sich hier Jenix da auf der Toplane auch gut präsentieren kann gegen Bippo, das hängt natürlich unter anderem davon ab, was er hier für Champions bekommen wird. Ja, und Annika, du hast es gerade angesprochen, Sass ist Main-Champion wahrscheinlich, also der Signature-Champion schlechthin, ist der Azir.
Ich würde auch ihn auf einer Orianna sehen. Das Ding ist jetzt halt für SK, sie müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Crownshot wieder ein super Matchup kriegt. Weil Crownshot ist ja gerade einer der führenden MVP-Spieler in diesem Split. Das heißt, wenn sie hier so ein Ezreal kriegen, so ein Aphelios, einer, der richtig gut reinscaled, später die Teamfights dominieren kann, ich denke, dann hätte SK die besten Karten, die Series für sich zu gewinnen und quasi dann halt doch noch in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise einfach ja, nicht gegen Schalke zu spielen. So, wir sehen jetzt gerade schon Caitlyn gebannt auf Fnatic-Seiten. Die wollen einfach keine Caitlyn spielen. Ja, da das hat keinen Bock drauf. Das ist anscheinend ein kleines Statement davon ihnen. Wollen sie da nicht selber first picken? Also bannt man sie dann lieber raus? Jetzt die Frage, ob SK noch rausziehen möchte. Sie könnten selber auch noch versuchen, die Senna zu bannen. Melinda aber lieber die Senna, die Syndra. Damit bleibt die Senna offen und wieder eine Möglichkeit für Fnatic, da relativ diesen Pick dingfest zu machen. Oder eben selber für sowas wie vielleicht einen Volibear zu gehen und sich da auf jeden Fall einen Jungler oder Toplane für Flex zu halten. Wir haben jetzt noch den Jax potenziell, den hast du sogar im letzten Spiel, Mositing, als recht gute Antwort gegen Volibear betitelt. Wir haben ihn auch eben sehr stark erlebt. Wäre natürlich blind, ein bisschen risky. Mal sehen, was am Ende aus dem ersten Pick von SK wird. Also natürlich ist gegen Volibear ein Jax ist ganz fein, aber ist immer der Counterpick zu Camille. Also hier würde ich halt abwarten. Und man sieht es, also SK, die sehen direkt ihre Comfort-Picks, die wollen direkt Ezreal haben, denken auch schon über Azir nach. Und man sieht, die wissen ihre Comfort-Picks. Dadurch, dass sie jetzt den Azir gehovert haben, ich denke mal, Fnatic weiß selber, dass Sase gerne Azir spielt. Und Nemesis hat halt auch einen Pocket-Pick gegen Azir. Und das ist der Vega. Vielleicht bringen sie ja sowas raus. Das könnte halt auch mal wieder interessant sein. Sie müssen aber aufpassen, wenn sie jetzt eine Senna haben, dass sie nicht irgendwie zu wenig Damage haben im Team. Ja, das ist eben wieder so eine dieser Problematiken, die gerade Fnatic damit hat, dass sie gerne versuchen, gerade in den letzten Wochen eher defensiv auf der Botlane zu spielen. Du hast aber jetzt schon wieder mit der Senna wie auch mit Volibear gute Voraussetzungen, um eben einer Sideline zu helfen oder eben der Midlane, dank eben der Dive-Fähigkeiten von zum Beispiel dem Volibear und der Ultimate von der Senna. Man bringt jetzt sogar die Senna mit dem Thresh unten auf die Botlane, heißt das trotzdem die Möglichkeiten für Picks zu gehen und auch den Freiraum, dadurch, dass du Senna hast, Hillestang Roam zu schicken, was eben einer seiner Steckenpferde ist, gerade eben um zum Spiel Nemesis nach vorne zu bringen. Ja, ich glaube, das ist das Ziel hier von SK. Die wollen einfach jetzt den Azir haben. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sie Vega rausbannen oder TF rausbannen oder Corki rausbannen. Genau da ist der Bann. Es ist wichtig, dass du jetzt gegen Nemesis keinen Champions offen lässt, die genauso gut reinscalen. Das heißt hier, entweder Nemesis will sich eine Syndra holen oder eine Orianna oder ein Vega für Kill Pressure auf Midlane. Oder aber sie gehen so eine ähnliche Strategie wie gerade gesehen in dem Game von G2, dass sie einfach über Sidelane-Plays gehen und Nemesis will TF haben. Eine von diesen Optionen haben sie jetzt noch. Auf jeden Fall haben wir erstmal noch die nächsten Bans. Shen wird auch rausgenommen. Wir haben ja häufig darüber geredet, wie wichtig diese Global Pressure ist, ne? Dass man da auch rechtzeitig Verschieben- oder Überzahlsituationen erzeugen kann. Mit Shen wäre das nochmal möglich gewesen. Orianna wird jetzt auch noch gebannt und jetzt der letzte Bann von Fnatic, bevor wir dabei SK den nächsten Pick sehen werden. Ja, gerade Toplane wäre eben noch eine Rolle, die auf Seiten von SK zu besetzen wäre. Gerade mit der Comet Reaction hast du mit Ezreal einen guten Follow-up, mit Azir ebenfalls und eben auch nochmal ein gutes Meat-Schild mit Set. Trotzdem fehlt dir noch so ein bisschen der Engage und gerade in den Kombos, die SK spielt, wäre es eben ein Sion auf Seiten von Jannix oder eben so wie ein Malphite. Heißt, den bannt man hier auf Seiten von Fnatic lieber raus, damit man sich da eben nicht die ganze Zeit unter Gefahr sieht, dass dann der immobile Senna einfach engaged wird. Glaubst du, SK dreht jetzt einfach den Spieß um und die sagen sich, jo, jetzt holen wir uns einfach mal Cho'Gath und versuchen dann halt mit einem Slowbuild auf Reckless zu engagen? Ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil Reckless muss wirklich aufpassen, man hat da genug Voraussetzungen, um ihn eben so ein bisschen abzufangen. Und es kommt wirklich jetzt darauf an, dass man auf Seiten von Midlane noch picken möchte, um eben diesen Azir unter Kontrolle zu bekommen, weil so viel bleibt eben an individuellen Counter-Matchups auch gar nicht mehr übrig, vor allem, weil SK den Druck auf der Botlane nochmal weiter nach oben setzt, indem sie hier den Blitzcrank in den Thresh reinpicken und das ist gar nicht so angenehm und wieder mehr Lockdown auf Reckless. Ja, super interessant, Blitzcrank halt ein Charakter, ne? Wenn die Grabs sitzen, extrem stark, dann kannst du sehr viel für dein Team machen. Wenn du aber einmal behind fällst oder aus Versehen den Tank in dein Team holst, dann kannst du auch sehr schnell das Spiel mal verlieren. Also insofern muss man da aufpassen. Auf der anderen Seite jetzt der Midlane-Pick. Und wir haben sowas wie Kog'Maw schon in der Midlane von Caps gesehen. Das war sehr, sehr stark. Das wird sogar von Nemesis hier eingeloggt. Und da ist die Frage wirklich, wie Fnatic performt wird. Weil sie haben in der Theorie alle sehr starke Spieler, die aber in den letzten Tagen schon ihre Schwierigkeiten hatten. Ja, schöner Draft. Wenn sie jetzt den Ornn einloggen, sie hätten auch so einen Renekton, könnten sie auch picken, weil Zed ja noch da ist. Aber Ornn ist halt super für Teamfights. Oder sie gehen Camille. Jetzt könnte aber
also sie wissen, glaube ich, dass Genex kein Jax spielt. Sonst würdest du sowas hier nicht machen. Die einzige Möglichkeit, die sie jetzt noch haben, ist irgendwie, dass sie vielleicht einen Renekton top picken oder sowas oder den Volibear auf Toplane flexen. Also das wäre die Möglichkeit. Aber ich sehe halt, Fnatic's Draft ist super. Die haben einen richtig guten Teamfight. Die können auch über Sides spielen, die können sich das eigentlich aussuchen. Kog'Maw outranged Azir auf der Mitte. Auf der anderen Seite bei SK, wir haben richtig gute Solo-Lanes. Botlane ist gut am Scalen. Die wissen genau, was für Comfort-Champions sie haben wollten. Und genau das haben sie auch gedraftet. Ja, es hört sich auf jeden Fall so an, als könnten beide Teams zufrieden sein. Wie viele Punkte würdest du im Draft von Fnatic hier geben? Ja, von Fnatic würde ich sogar 4 von 6 geben. Einfach, weil sie ihre Win-Condition herausgebracht haben. Ich mag es halt nur nicht, dass Reckless immer nur Senna spielt. Ich würde es gerne sehen, wenn er auch mal Caitlyn spielen würde und halt mehr Verantwortung fürs Team übernimmt. Aber ich glaube, sie können das gewinnen. Ja, vielleicht hebt man sich das ja für die Playoffs auf. Das könnte natürlich sein, denn da ist man auf jeden Fall schon drin. Die Frage ist nur, wo man landen wird. Kann SK mit ihrem Draft das Ganze nochmal drehen, Annika? Und wie viele Punkte kriegen sie? Ja, bis jetzt wirkt es mal relativ gut aus dem Starter. Ich würde SK auch 4 von 6 geben, weil ich glaube, dass sie genau ihre Conditions gedraft haben. Du hast Azir Comfort Peter McLane. Und ich glaube, gerade Sasa ist jemand, der sich dann nicht von einem Kog'Maw aus der Ruhe bringen lässt. Gerade schon in seinen Zeiten in der Prime League war er immer derjenige, der irgendwie Konstante dargestellt hat. Und es wird ein Asphalt, ein super safe Pick. Und ich glaube, gerade das Early Game steht und fällt, vor allem mit Toplane und wie eben der Renekton, also wie Genex gegenüber der Camille agieren kann. Ja, wir werden es erleben, das letzte Spiel der regulären Season. Fnatic gegen SK mit Mori und Ice. Ja, das letzte Spiel der regulären Season. Spannend wird es natürlich, gerade nochmal für die Playoff-Plätze. Es ist das direkte Duell quasi, wer auch immer gewinnt, ist in der Tabelle weiter oben. Der Verlierer müsste dann quasi gegen Schalke ran. Beziehungsweise, wenn Fnatic verliert, dann rutschen die sogar noch einen durch und Schalke wäre einen Spot weiter oben. Genau. Ja, und an der Stelle natürlich, ja, lieber Musiting. Ich habe gedacht, du rastest mehr aus. Was ist denn da los? Ja, ich habe gedacht, schon längst hier, ne, Autokorso um die Siegessäule. Ja, nicht jeder kann ein Mori sein. Und nicht jeder hat ein Auto, muss man auch dazu sagen. Wir wohnen hier in Berlin. Elektroroller hast du jetzt inzwischen noch nie. Ja, das stimmt. Du kannst wahrscheinlich mittlerweile so Elektroautos mieten über, wer weiß ich, wie die ganzen Firmen da heißen. Also wenn ich sehe, dass das, ne, Platz 4 gerade deutsche Twitter-Trends sind, dann... Ja, das auf jeden Fall. Kann man das mal machen. Ja, ja, und wir haben jetzt wirklich traurigerweise das letzte Spiel der regulären Season vor uns. Tatsächlich noch immer ein sehr wichtiges Spiel. Ja, ja, beide Teams sind locked für die Playoffs, aber du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Das macht einen Unterschied. Das Playoff-System wurde ja vorhin erklärt. Wenn Fnatic jetzt gewinnt, oder je nachdem wer gewinnt, ist eigentlich komplett egal, hat er den 4. Platz. Und das ist so wichtig, weil du dann einmal so ein, also nicht ein Freilos hast, aber du hast quasi einen Lose-Free. Du kannst einmal verlieren und bist immer noch in den Playoffs drin. Solltest du jetzt aber verlieren und auf dem 5. oder eventuell 6. Platz landen, dann bist du nach einer Niederlage in den Playoffs draußen. Und ich glaube, die Sicherheit möchte sich gerne jeder erkämpfen. Ja, deswegen gerade dieses Duell ein sehr, sehr bedeutendes, auch wenn beide schon für die Playoffs qualifiziert sind. Ich finde den Blitzcrank hier persönlich ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Und ja, ich muss mich auch Musiting anschließen. Also ich finde es schade, dass Reckless in letzter Zeit wirklich nur Senna spielt. Ist ein starker Champion, zweifelsohne. Ja, und da können wir vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Kommentare der Analyse-Ecke eingehen, weil ich schließe mich da voll und ganz an. Ich finde, beide Team-Kombos haben halt ihre Höhen und ihre Tiefen. Und beide haben halt so ein bisschen andere Konditionen. Ich muss sagen, ich fand den Camille-Pick sehr ballsy, dass man den Blind mitgenommen hat. Es gibt einfach gute Möglichkeiten und man muss sich da wirklich gut vorbereitet haben, weil Amusitin hat es, glaube ich, auch gesagt. Jax war offen. Und man muss davon ausgegangen sein, dass Genex einfach kein Jax spielt. Das war hier ultra wichtig. Trotz allem ist aber auch Renekton eine gute Variante. Der liebe Herr wird outscaled. Aber dadurch, dass er auf seinem W vor nicht allzu langer Zeit eine Shield-Breaking-Mechanik raufgesetzt bekommen hat, ist es okay, gerade im Early auch diese Trades gegen Camille auch zu suchen. Ja, Trick findet hier Selfmade, geht in Fight 1. Sase kommt sofort dazu. Aber Selfmade braucht nicht mal Flashen und kommt raus. Und jetzt kriege ich Nemesis ein bisschen Free-Trade hier. Ah, nicht nur das. Wenn du als Azir deine Full-Kombo nutzt mit Q, E und W, dann kostet das extrem viel Mana im Early. Und Azir ist dahingehend eine sehr, sehr hungrige Kreatur. Ja, und er muss jetzt quasi ein bisschen zusehen, einen früheren Backport suchen, weil er für diese eine Kombo so ungefähr ein Drittel Mana aufgebraucht hat. Ja, und das ist natürlich ärgerlich, wenn dann das Ganze nicht funktioniert. Oh, Grab nochmal. Ist aber keine Tower-Aggo da. Ja, aber Laternentaxi kommt. Oh, wenn der Tower-Aggo gewesen wäre, ist richtig sexy. Ja, Blitzcrank, du hast es eben so ein bisschen angeschnitten. Ich mag ihn. Blitzcrank hier natürlich als dieser Soft-Counter für Fresh bekannt. Blitzcrank und Nautilus sind immer diejenigen, die du reinpickst. Wir hatten kein Astro im Gegnerteam, wir haben sehr stationäre Champions. Weder Kog'Maw noch Senna können sich großartig wehren. Camille genauso, sowohl als auch Volibear.
die sind gegenüber von dem Hook sehr krasse Opfer. Man muss auch dazu sagen, ja, wenn ein Teampart später mal schnell initiiert wird, kannst du zum Beispiel mit einem Teleport dazukommen, um dein Team zu unterstützen, aber in einem Hook-Szenario funktionieren die Fights und die Executes meistens so schnell, weil dieses eine Ziel gehookt wird und alle sofort das Fokus sind und es einfach down ist, dass du in einem Teleport-Szenario immer noch den Nachteil hast. Und das macht Blitzcrank, finde ich, immer so sehr, so ein bisschen willkürlich, aber auch gefährlich. Auf der anderen Seite, ein Blitzcrank, der behind ist, wirkt einfach lächerlich. Schwach. Ja, ja, der Blitzcrank, der behind ist, in einem Behind-Team. Vor allem, wenn du dann noch im gegnerischen Team irgendwie eine Frontline hast oder so, schwierig. Ja, stell dir mal vor, du grabst dann so einen Volibear rein. Ja, da gute Nacht. Dafür brauchst du schon eine Menge Damage. Ja, und der Damage, der wird, wenn wir uns da so ein bisschen das Scaling angucken, late-game-mäßig fast nur bei Sazi zu finden sein. Und das ist auch so ein bisschen die Problematik, die SK hier mitbringt. Die haben im Early-Game super krass Möglichkeiten, ja, dort über Jhinx zu fungieren und den quasi in den Objektfights auch so ein bisschen alles tanken zu lassen. Und je länger das Spiel geht, desto ekelhafter werden Kog'Maw und auch Senna. Senna Late Game und Kog'Maw, das ist das große Problem, was ich sehe. Thema eklig, ne? Also für Jhinx läuft die Lane jetzt schon nicht so gut. Ja, Vipo freeze halt immer wieder die Lane jetzt hier. Er musste gerade erstmal pushen. Vipo facetankt das, aber kriegt er das komplett getankt? Naja, er würde es einfach wegfreezen. Ich meine, das lohnt sich auch für ihn. Er weiß, Jhinx hat keinen Teleport mehr. Ja, das ist super eklig und der hat gerade auch nochmal einiges verloren. Das heißt, er muss jetzt gerade nochmal Base gehen, verliert jetzt extrem viel Farm, wenn Vipo das hier hat vernünftig freezen können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Vorbereitung von Fnatic gewesen. Das war diese Spekulation. Also da kam ja auch öfter von Jhinx so dieses Statement-Interviews. Ja, er sacrifices, er opfert sich gerne für sein Team und spielt dann auch gerne mal Tanks oder spielt auch Losing-Matchups, aber dafür quasi immer später den Utility-Beitrag für sein Team. Aber er war nie derjenige, der halt so krass diese 1v1-Hard-Matchups geforst hat und gespielt hat. Das war nie so das, was ihn ausgezeichnet hat. Und ich glaube, das ist auch was, wo Fnatic einfach drauf hinaus wollte. Ja. Es muss hier flashen. Sonst ist er da down, aber oh, von oben kommt Safe-Mate. Unterwegs. Alle Kombos sind draußen von SK. Ja, noch hat Nemesis Level 5. Oh, ist er sich und die Wall! Eieieiei! Kein Mana für Sase. Da kommt keine Kombo mehr hinterher. Ja. Oh, das Level 6 war aber vom Timing her einfach brilliant für Sase. Ja, bitter, dass Nemesis jetzt erst Level 6 geworden ist, weil sonst hätte er ja wahrscheinlich sogar Trick abholen können. Trotzdem, wenn du bedenkst, dass halt zum Anfang der Gang von SK-Seite aus kam, sie den Flash for free bekommen haben und nur durch den Gang von Trick, der hinterher kam, beide ihre Flashes nutzen müssen, war es halt doch nicht ganz so erfolgreich, wie man es wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Ja, Selfmade übernimmt jetzt hier auch nochmal die Krabbe, weil man Toplane gerade Prio hat. Das macht es super unangenehm. Auch für Jhinx jetzt, wenn Vipo da reinpusht. Der hat auch schon Level 6. Ja, aber bei Jhinx soll das jetzt auch nicht mehr lange dauern. Ich denke mal, mit der Wave kriegt er auch Level 6. Ja, sollte. Goldmäßig, ja, so ein Toplane jetzt erstmal 400 Gold, aber mit der Wave gleicht sich das so ein bisschen zumindest an. Er würde auch so auf 2000 wahrscheinlich kommen. Ja, ärgerlich natürlich trotzdem. Sase pusht jetzt nochmal durch. Nemesis war schon Base, hat sich sogar seinen TP hier aufheben können. Ja, das wird für ihn hier wahrscheinlich auch das Lost Chapter sein. Sache ist, Matchups, wo du early viel poken kannst, viel DPS brauchst, kannst du der Shazan rushen, aber hier zählt Mana Sustain für dich. Einfach durch den Fakt, dass Kog'Maw dich outranged und du sehr viele Möglichkeiten brauchst, über Range auch mit deinen Abilities traden zu können. Sieht der einen Teleport? Ja, ich meine, ist ja nur Sase. Boah, aber Limit hat auch im Busch gewartet. Ja, das ist halt mehr so der Punkt, aber jetzt ist... Oh, schöner Hook hier. Und das ist der Kill auf Limit. Oh, gib nochmal Gas, aber gleich kommt das Slow. Ja. Zack, First Blood. Für Reckless ausgerechnet noch. Super bitter hier. Aber schön mitrotiert von der Botlane von Fnatic. Ja, super krass mitgedacht. Sie haben es schon so ein bisschen gewusst, Blitzcrank ist wahrscheinlich da um die Mitte herum, versucht ein Play zu machen, allein weil Kog'Maw sein Flash vorher verloren hat und sehr anfällig für solche Ganks ist. Haben es perfekt gelesen, Blitzcrank kommt in keine Situation, wo er Kog'Maw bedrohen kann und auf dem Rückweg, da fangen sie den Schlingel einfach ab. Also hier hervorragend von Fnatic das Ganze gemacht und damit auch zu Recht ein First Blood. Ja, und jetzt kannst du die Lane hier auch nochmal auf der Botside freezen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich meine, Reckless ist ein bisschen CS-technisch behind gefallen. Aber weil du damit Azul Blitzcrank ganz gute Pressure hast und Senna braucht erstmal so ein bisschen. Sieht's ja auch mit dem Kall. Ja, auf der anderen Seite natürlich Azul mit Kall und Trainer auch nicht viel besser ausgestattet. Ja. Der hält sich da auch erstmal ein bisschen zurück. Ja, Redside, der Vorteil mit Zed. Sehr guter Champion, wenn es daran geht, Early DPS zu verursachen gegen sowas wie Drake. Die Öffnung liegt nach oben und damit der erste Drache, den es auch nochmal für SK um rauf gibt. Ist auch was, wo Fnatic, glaube ich, schon sehr fest mit kalkuliert hat. Ja, können sie sich ruhig nehmen. Ist nicht, wäre das schlimm für sie. Ja, Vipo versucht hier wirklich auf Teufel komm raus, das Lane zu freezen. Ja, er versucht auch wirklich, er hat schon so ein bisschen gemerkt, er hat die Oberhand und geht jetzt auch gleich für den Bully-Build. Ne? Ruby Crystal mit reingenommen, zweimal Doran's Blade.
eine Stoffrüstung. Also er sucht auch die Aggressivität auf der Lane. Ja. Das Ding ist halt, ne, Jennix muss jetzt immer super weit nach vorne sich anbieten, quasi für, dass er da an den Farm rankommt. Und das macht sehr gankanfällig, aber jetzt Sase. Und Trick auch unterwegs. Uliwer ist, glaube ich, noch nicht gespottet. Er sieht ihn jetzt. Ja, ist gut. Vipo macht das genau richtig. Ja, aber Selfmade kommt auch unter. Kommt auch. So, und jetzt erstmal gegen Genex. TP kommt sogar mit dazu. Ja, die Asia-Wall. Vipo geht nochmal rein. Trick ist jetzt da. Senna Ultimate zur Unterstützung. Und damit das Ganze ausgehebelt. Den Dive-Versuch von SK zuvor gekommen. Ja, schön gemacht von Fnatic. Da kann SK froh sein, dass sie nicht noch mehr verlieren. Die waren geduldig, wussten schon ganz genau, okay, die wollen wahrscheinlich diven. Dann geht dort Genex ein bisschen zu deep. Der durfte sein Flash Gott sei Dank noch behalten. Aber trotzdem viel, was man investiert hat. Auf der anderen Seite hat man auch den Teleport von Nemesis bekommen. Also tragisch ist es für SK in keinem Fall. Ja. Da war allerdings die Botlane Pressure. Man sieht's ja. Also, Crownshot hat schon einiges an CS mehr, als Reckless das hat. Also da ist der Kill gar nicht mehr so unwichtig, um das so ein Stück weit auszugleichen. 3,5 Minuten, bis der nächste Drache da ist. Herald ist schon da. Kann Selfmade natürlich nicht angehen, solange Vipo noch Base ist. Ja, aber gegen Xena Fresh ist ziemlich so wieder diesen Vorteil von Astro. Er ist im Farmschritt vorne. Er kann gegen zwei Leute immer noch verlamen bleiben, weil es für Fresh einfach so gut wie unmöglich ist, ihn zu engagen. Der Kane Shift macht Astro so sicher auf der Lane. Er kann mit seinem Q trotzdem immer mal wieder last hitten. Es gibt Blitzcrack hier ein paar Möglichkeiten, sich auf der Karte einfach frei zu bewegen. Ja, sieht man halt auch immer wieder. So ärgerlich, ne? Wenn du sowas nicht punishen kannst, dass der Support nicht da ist. Oh, Fibu sieht aber richtig tanky aus. Halleluja. Ja, es ist nur diese eine Clothing Armor und ein bisschen Leben übers Phage. Der Unterschied ist aber natürlich, er kann nicht so einfach Leben wiederherstellen. Über seinen Weg kriegt er ein paar Lebenspunkte wieder, das ist jetzt aber nicht unbedingt die Welt. Während auf der anderen Seite Jennings Richtung Blade unterwegs ist und er hat sein Cut ist schon fertig und damit auch genug Lebensraub plus durch sein Q kriegt er auch ordentlich Lebenspunkte wieder. Oh, man will jetzt hier auf den Gank gehen, Jennings. Ja. Er ist down. Keine Chance, Hook sitzt gut. Ist mal Trick jetzt noch, Trick will noch, Sase ist unterwegs. Oh, das momentan ist gegen drei erstmal alleine. Ah, lange Zeit, jetzt kommt Sase, aber die Ultimate trifft nicht gut. Vipo bekommt nochmal einen dicken Schild. Jetzt die Ultimate gegen Sase, der Hook, nochmal um ranzukommen. Und dann der nächste Kill. Das hätte man hier nicht fighten sollen auf Seiten von SK. Und Nemesis ist auch nochmal zur Stelle. Ah, der kommt leider mit der Ultimate nicht mehr ganz ran. Er hätte Flash zur Verfügung gehabt. Also interessant, dass er nicht für den Kill geht. Wollte sein Flash sich ja selber aufheben. Ohne Flash ist er natürlich für den Azir-Kombo auch sehr anfällig. Und das zweite Mal, dass Reckless. Einen Kombo nicht getroffen von Crownshot, der hat gleich kein Mana mehr. Also Reckless sieht hier noch relativ sicher aus. Vielleicht auch gleich nicht mehr. Teleport kommt jetzt aber in den Rücken von SK's Botlane. Flash, W trifft aber nicht. Jetzt kommt Vipo mit dazu. Und dann nochmal der Kill für Reckless. Und Limit hat auch keine Chance mehr, da irgendwie rauszukommen. Das dürfte der nächste Kill sein. Oh, vorbei mit dem Flash über die Wand, das war smart. Das reicht nicht, eieiei. Wenn Reckless weitergelaufen wäre und nicht für die Farm gegangen wäre, hätte er ihm sogar noch den Weg absteigen. Oh, das Bienchen, nein. Ja, Vipo bekommt dann nochmal einen Kill mit dem Flash. Also der war dann am Ende doch sicher. Ja, trotzdem hat man noch einen Flash investieren müssen. Heißt natürlich jetzt, SK bekommt den Herald einfach, weil Vipo Bot TP'd ist. Nichtsdestotrotz super greedy, was SK da gemacht hat auf der Topside. Und jetzt Sase. Oh, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Oh, Bolivar springt hinterher und tschüss. Oh. Ah, das ist auf jeden Fall. Oh, der Held ist noch nicht mehr down. Selfmade ist da. Oh, und jetzt geht's aber gegen Trick hier. Ist das bitter? Er hat den Held zumindest eingesammelt, aber bezahlt mit seinem Leben. Ja, also für Nemesis jetzt noch. Das heißt, du hast jetzt Senna 2 Kills gegeben, du hast Kog'Maw 2 Kills gegeben, Camilla 2 Kills. Ja, und Herald hin oder her. Also gerade fängt es Fnatic an, SK so ein bisschen abzufarmen. Jopp, da kommt der nächste Engage. Man hat bloß darauf gewartet, dass Crownshot kurz anlässig wird. Ja, ist egal, Crownshot kommt da niemals weg. Dafür ist eine Camille zu mobil. Nächster Kill für Vipo, der hier noch Botzeit gewartet hat und damit Crownshot abgeholt. Ah, ich muss sagen, SK macht heute nicht den konzentriertesten Eindruck. Das stimmt. Lassen sich da so ein bisschen hinreißen. Oh, und diese Lane-Situation, ne? Da kann Reckless jetzt einfach Base gehen und kommt wieder auf die Lane, wenn die Wave genau vor seinem Turret ist, während Crownshot alles verliert und der kann nicht mal was dran ändern, weil er ist tot. Und wenn du tot bist, änderst du nichts daran. Ja, hier habt ihr gerade gesehen, warum Nemesis sich sein Flash aufbewahrt hat, genau für so eine Situation. Ja, aber dann kommt hier Limit von der anderen Seite. Ist ja trotzdem einfach komplett umringt von Gegnern. Na gut, da gibt's erstmal einen Kill. Das kurz vor dem Drachen, das ist halt ärgerlich, den wird jetzt Fnatic nicht unbedingt mal abgeben müssen. Na doch, safe, die müssen sie abgeben.
Guck mal, sie haben keinen Teleport auf den Top-Laner. Ja, ja, du hast recht. Redekon will immer noch auf Reichweite, um da mal reinwirken zu können. Ja. Wenn sie den jetzt contesten würden, das wäre schon grob fahrlässig. Und ich glaube, da sind sie sich auch das bewusst. Lass uns hier gehen? Ah, sieht ein bisschen nach aus. Oh, das ist schon risky. Uff, ja, aber zu spät, Laterne. Aber er hat die Laterne. Das war halt so ein Ding. Hey, will ich sagen, geh mal in Reichweite. Wenn ich jetzt reinspringe und versuche, dann musst du mich da auch wieder rausholen. Ist okay, kann man für spielen. Ja. Mein Herr, das geklappt, das wäre natürlich krass gewesen, aber ja, den haben wir abgegeben, SK mit zwei Drachen, aber 3000 Gold Rückstand und der erste Turm ist noch nicht gefallen, die Platings dafür sehr wohl. Na, die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie kann man den Herald einsetzen, vielleicht sogar um die Karte ein bisschen zu öffnen, das ist nochmal ein wichtiger Vorteil, den sie jetzt immerhin für zwei Tote bekommen haben. Oh, ist ja, das getroffen. Genex mit der Ultimates, dann gegen Vipo. Aber er verliert jetzt schon das Duell und das macht's. Ich meine, das ist eine 3-0-Kamille. Und es ist halt super ärgerlich, dass dieser Renekton und Pick halt wahrscheinlich den Rest des Games nicht mehr aufgehen wird. Ja, und Vipo ist eine tickende Zeitbombe. Der kann im Late Game jeden Carry, egal ob es jetzt ein Azir oder ein Ezreal ist, einfach one-shotten und rausnehmen. Sie haben so ein bisschen Counter-Mechanics im Team, das heißt, sie haben Blitzcrank-Hook zum Beispiel. Oh oh. Okay, das war ein sehr interessanter Stun, war nicht getroffen. Ja, aber ich meine, du hast halt noch Safe-Mate, Kamille-Ultimate, keine Chance. Boah, man wollte sogar Reckless noch den Kill geben, Damage hat nicht gereicht, aber zumindest Assist. Ja, die Shields, die sorgen aber für den Assist. Ja, das Einzige, was sie später machen können, sie können halt mit Trick oder mit Limit versuchen, dieses Hextech-Gefängnis von Vipo aufzulösen. Ja, die Problematik ist, wenn die dafür sorgen müssen, dass kein Carry darin eingesperrt ist, wer soll denn die Arbeit der Frontline übernehmen? Das ist tatsächlich sowas, wo SK im Late Game einfach nicht perfekt aufgestellt ist. Der Hook sitzt. Grab trifft nochmal, Hidisang mit der Ultimate. Oh, der Root ist nochmal da, der TP jetzt und Limit ist down. Crown Shot, aufgepasst, jetzt kommt Nemesis, hat Bock. Artilleriefeuer von oben, Sase. Ja, der braucht einen Face Rush. Ja, da kriegt er einen. Oh, und Face Rush kommt auch ran. Eieiei, Nemesis nimmt ja nochmal Crown Shot auseinander. Das ist halt ein Kogma und das wird nicht besser. Nee. Also Scaling von Fnatic ist halt richtig böse. Also gerade die Botlane, Crown Shot und Limit werden komplett demontiert. Vor allen Dingen, er denkt sich so, ja gut, ich kann hier einen Flash hooken ohne Probleme, aber achtet mal darauf, was Felix gemacht hat, das war übel wichtig. Er misst seinen Hook, jetzt wird er guckt und jetzt flayt er, bevor er hochgeworfen wird. Das heißt, auf den gesamten Burst von der SK-Botlane-Kombo kriegt er noch seinen Aftershock-Bock. Oh, das haben wir ja gar nicht Ja. Auf ein tippines Ziel. Er hat vorhin schon gesagt, Sasi scheint halt nicht seinen besten Tag zu haben, aber das war... Ich meine, Nemesis, du kannst dir das TP nicht mehr abbrechen. So, also Nemesis hatte null Counterplay dagegen. Vor allem Nemesis ist dann im Spot, wo Sasi ihn wahrscheinlich auch noch töten kann. Ja, also... Sasi hat gerade mit dem Missplay den Tod eines Teamkollegen verursacht und selber keinen Kill bekommen. Ja gut, das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Das tut halt richtig weh. Dafür jetzt First Turret für ihn. Das kann natürlich im Einfall des Gefechts passieren. Das Problem ist, alle seine Ultimates haben bisher nicht gesessen. Zweimal hat er auf der Toplane gegen den... Oh, Genex gegen Vipo. Gegen den Gap-Closer von Vipo missplayed und jetzt nochmal der Missplay gegen Teleport. Ja, man sieht halt den Blade-Power-Spike nochmal gerade von Genex. Guck mal, Sasi will ihm den Weg abschneiden. Ah, da geht's nochmal rein mit der Ultimate. Limit mit dem Flash rüber. Oh, nein! Reicht's noch? Vipo unter Turm. Er lebt immer noch! Die kriegen ihn einfach nicht klein! Das ist bitter. Man hat gerade nochmal gesehen, ja, der Blade Power Spike bei Renekton extrem stark. Also damit hat er Vipo nochmal überrascht, obwohl der Trinity hat. Der holt sich natürlich direkt Executioner's Calling. Nemesis hat den Turm. Sase kommt nochmal mit dem TP. Jetzt trifft die Combo. Ja, aber reicht da das? Mate! Der kriegt noch den Kill. Das war wichtig. Also da die letzte Phalanx kam gerade so noch bei Kogma an. So wird es letzten Endes noch ein One-for-One-Trade. Jetzt Vipo aber mit dem Kill. Stun nochmal gegen Genex. Der hat die Ultimate auf Cooldown. Trotzdem geht es nochmal rein. Jetzt so die Senna-Ultimate mit den Schilden. Vipo allerdings abgeholt von Crownshot. Da wollen sie zu viel, Fnatic. Ja, da haben sie sich einen besseren Spot gesehen. Ich muss aber auch sagen, der Damage von Vipo war ganz schön krass. Er landet den Stun mit einem Auto-Tech-Q hinterher und hat Renekton einfach direkt mal um die Hälfte seiner Lebenspunkte erleichtert. Die Hälfte. Böse. Auf jo. Jeden Fall. Also ich würde sagen, Vipo ist schon mal gut fett, hat jetzt allerdings tragischerweise einen Shutdown abgegeben. Da kann sich SK nochmal so ein bisschen freuen. Aber von Crownshot und von Limit fehlt bisher jede Spur. Ja, das stimmt. Jetzt gleich der nächste Drache und um den sollte Fnatic fighten jetzt. Ich meine, sie haben gute Power Spikes, Trinity fertig, Seraph fertig bei Nemesis. Reckless hat auch zwei Items. Ja, Nesha's Sun ist auch wie
Sasi fertig. Also Nashasan, Nidlesdy, genug Mana hat er auch. Der kann schon in den Teamfights gut reinwirken, was für Cruncher so ein bisschen bitter ist. Sein Kal hat noch 6 Stacks. Er würde jetzt mit dem Kal noch nicht fertig. Ich glaube, das ist so ein Drake, wo er einfach SK sagen sollte, okay, den schenken wir jetzt erstmal. Wir haben wirklich sehr ungünstige Power Spikes, auf die wir jetzt kämpfen müssten. Also einfach bis zum nächsten abwarten und den lassen wir jetzt Fnatic. Das wäre, glaube ich, die perfekte Entscheidung für sie. Machen sie auch. Machen sie genauso. Also sie gehen jetzt hoch Richtung Herald Smith Genix. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Die müssen ja auch beachten, sie haben schon die T1-Turm-Reihe verloren. Unten und auch in der Mitte. Ich glaube, hier in den Teamfight zu forcen, wäre ihr absoluter Untergang. Ja. Damit erster Tag für Fnatic. Ist halt ein Infernal. Freut sich der Kog'Maw. Und Vipo hat ja auch ein bisschen was gebaut. Ja, damit also Fnatic weiterhin mit der Kontrolle. Man sieht es halt, können hier den gegnerischen Jungle erstmal ausleuchten. Ja, Botwave dauert noch ein bisschen, bis man die vorangebracht hat. Nächstes Ziel wäre Toplane-Turm, aber jetzt Trick erstmal über die Wand. Reckless trifft sein B erneut nicht, hält Nemesis lange Zeit am Leben. Die wollen das noch fighten. Hylissang. Und der Damage von Reckless reicht ja auch für den Kill. Der Hook ist gut gegen Limit. Weiter geht's. Jetzt nochmal die Azi-Wall. Und Reckless macht hier weiter richtig Damage. Aber dann ist Sase zur Stelle. Und die traden ja einfach auf Teufel komm raus. Erneut der Hook von Hylissang. Und ja, Vipo halt nicht mal dabei gewesen. Trotzdem der Trade 2 für 3. Und jetzt bedenkt mal. SK hat gerade einen Catch bekommen auf Nemesis. Nemesis war sofort draußen und trotzdem ist es hinten raus ein 2 für 3 Trade. Und das, obwohl Vipo nicht dabei ist. Ja, und Trick hat eigentlich einen super guten Engage gelandet. Also Trick mit einem Hexech Flash über die Wand drüber, einfach mit dem Insect auf Nemesis. Oh, und am Ende sieht es trotzdem nicht so brillant aus, wie man es wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Hier haben wir es nochmal perfekt. Hexech Flash, zack, Flash dann einfach hinter ihn. Er ist nicht mal geflasht, ist aber hinter ihn gelaufen danach. Schöner Flash da zwar von Nemesis, aber der geht gleich nach vorne. Ne, er weiß jetzt hundertprozentig tot, versucht sich wenigstens noch für die Passive etwas günstiger zu positionieren. Und dann kommt dieser goldige Hook. Das ist halt einfach das Ding so. Hylissang, der hat seine Champions, mit denen intet er mal gerne. Aber die Hook-Champions, sowas wie Flash, darfst du ihm einfach nicht geben. Damit performt er perfekt und trifft jedes einzelne Ding. Ja, Genix ist auch viel zu spät da gewesen, als dass das hier nochmal einen Unterschied hätte machen können. Selfmade hat Bock. Aber da stehen sie dann zu sicher. Ja, Fnatic sieht gut aus für sie. Nächster Hook. So viel zum Thema. Stun, Root, nochmal einen dicken Schild und der Rettetrick hier wirklich. Ja, reicht auch die Sender-Ultimate nicht. Das ist halt so eklig bei Set, dieser Schild. Ja, aber Vipo, ich meine, der kriegt ja auch die ganze Zeit jetzt Solo-XP und Solo-Farm. Ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten einfach, weil er viel TP'd hat fürs Team, hat jetzt die Chance, das Ganze wieder ein wenig auszubügeln. Ja, wird sich zeigen. Hasase, mittlerweile steht er relativ solide da, hat schon ein paar Misplays mit dabei gehabt, 3-4 in den Stats her, kann er es aber jetzt ausbügeln und Reckless, der bekommt jetzt ganz schön was zu spüren. Ja, Hylissang sogar mit Flash-Laterne, aber das hilft hier nicht. Ah, das Selfmade ist kommt da auch noch. Trick, Hylissang, der Hook jetzt. Reingehen. What is he doing? Oh, ich weiß es nicht. Jetzt steht Selfmade da gegen 4. Oh, Fnatic, Leute. Was ist denn da los? Der holt ja nochmal einen Kill raus. Aber das war ein Qualitätsint. Das ist jetzt richtig bitter. Oh, Sase hat da geduldig gewartet. Ne? Wie sagt man so schön? Geduld ist eine Tugend. Und so eine Misplays können später sehr schnell teuer werden. Azir und der Nashor sind zwei Komponenten, die sich sehr gut miteinander vertragen. Ja, da muss man sagen, Reckless ist gecatcht worden und zwei Mann kommen ihm zu Hilfe und sterben ebenfalls. Ja, das ist einfach eine schöne Falle. Man sah, sie wartet da einfach und denkt sich, ja, push ruhig, komm näher. Boah, der Schaden, der hat sich auf jeden Fall gewaschen. Da hilft auch die Lente nichts mehr. Und das fühlt sich dann jetzt hier nochmal umdrehen. Ja, einfach vielleicht ein Missklick wegen Pathing. Ich weiß nicht, wo er da genau hin wollte oder was sein Plan da war. Den Hook hat er getroffen, aber es bringt ihm halt nichts, weil keiner da ist, um ihm zu helfen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, er wollte so ein bisschen für Selfmade die ganze Situation noch vorbereiten, aber dabei haben sie die Gegner komplett disrespected. Selfmade nimmt immerhin den einen Kill noch mit, aber danach ist er auch eher hoffnungslos verloren. Ja, und dann sieht es natürlich alles andere als gut aus hier. Schwierige Situation. Trotzdem der Vorteil da. Wir sehen allein der Vorteil auf Vipo später im Split-Push ist eine dicke Winning-Condition. Ich meine, auch Nemesis ist gut im Spiel. Aber solche Catches, das ist halt was, was SK immer wieder machen kann, gerade mit einem Blitzcrank. Ja, definitiv. Aber der Blitzcrank ist auch so, ist so schwierig, gerade für Limit jetzt hier Impact reinzubringen, ne? So, wie soll er das machen? An welcher Stelle soll er da nochmal ansetzen? Ja, das stimmt schon.
Ja, kommen sie ja nochmal ins Pit rein, 30 Sekunden noch, bis der Drache da ist. SK mit der besseren Position, aber dann denkt sich Fnatic, ja gut, dann pushen wir halt die Mitte. Und jetzt muss SK wieder hinterherlaufen. Und das sollte sogar den Turm hier geben. Crownshot mit dem Flash über die Wand. Trick ist drin. Allerdings hier nochmal der Hook. Wichtig, Jenks zu bekommen. Sender Ultimate geht da komplett durch. Limit läuft nach unten raus. Bipo nach oben. Und Crownshot kriegt die nicht. Und damit jetzt Überzahlsituation Fnatic. Turm bekommen und der Drache ist live. Ja, Blue Buff ist ja auch noch nebenbei mitgenommen. Oha! Grab und zwei Hooks für den Blue Buff und der geht hier an Nemesis. Das Ignite gleich mal auf Trick, der kann sich bloß zurückziehen. Das sollte ja auf jeden Fall den zweiten Drachen für Fnatic geben. Die lassen sich jetzt nicht mal rausdrängen. Das ist so bitter. Nemesis hat, glaube ich, schon Rabadons fertig und dann zwei Infernals obendrauf. Ja, die Sache ist, also bei SK gibt es jetzt bloß noch eine Möglichkeit. Zazie muss das Ding gerade hart 1v9 carryen. Crownshot ist einfach zu spät an seine Powerspikes gekommen. Der ist zwar jetzt auch richtig gut im Saft, aber dieser 2-3 Item Powerspike kommt auf den Powerspike von Senna, wo die schon über das dritte Item hinaus ist. Ja, und dazu muss man sagen, Jenix war leider zu keinem Zeitpunkt in-game. Nee, und da wird auch wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen. Aber Zazie hat Power, das muss man sagen. Und wir haben heute auch schon, beziehungsweise auch die letzten Tage, haben wir die ein oder andere Azir-Performance gesehen, die gezeigt hat, Azir Late Game hat richtig Feuer und richtig Potenzial. Und da ist dann halt irgendwo Vipo gefragt. Das ist für Fnatic nicht ganz einfach zu spielen. Aber ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass es für SK verloren ist. Das stimmt. Ja, ich meine, verloren ist ein Game eh erst, wenn der Nexus fällt. Ja, 25 Minuten, 4000 Gold, das ist nicht die Welt. Das ist schon Batzen, aber nicht die Welt. Oh ja, guck mal, sah sie an. Der hat sich so von seinen, ich glaube, 1-3 ist er reingestartet ins Game, hat er sich jetzt sogar auf komplett Goldlied hochgearbeitet. 11.200 Gold. Oh, ich nehme ihn ins, ja, doch, das sollte passen. Ja, und Nasirs Geld jetzt nicht unbedingt schlecht. Nee, eben drum. Mal zwei Items fertig. Jetzt geht's wahrscheinlich Richtung Void Staff. So, Laterne nochmal genutzt und damit in Position gebracht. Ja, Nash ist natürlich jetzt auch so ein Thema. Und da hat man auf der einen Seite mit Kog'Maw, auf der anderen Seite mit Azir, gerade über die Midlaner, den DPS. So gut weniger über die AD Carries. Limit gerade kurz überlegt hat, hocke ich den Volibear oder hocke ich den Volibear nicht? Und sich dann entschieden hat, nee, ich glaube, das sollte ich lieber sein lassen. Ja, Volibear ist nicht unbedingt das Ziel, was du grabben möchtest. Ja, ist ein bisschen sehr tanky. Thema Volibear. Das ist ein bisschen riskant, das weiß der Selfmade auch. Er hat ein bisschen zu wenig Infos darüber, wo der Rest der gegnerischen Spieler unterwegs ist. Gerade Blitzcrank hat er keine Info gehabt. Also versucht er einfach, den Kog'Maw zu covern und selber nicht für den Dive zu gehen. Ja, macht das auch sehr, sehr gut. Turm ist down. War überfällig, war Tier-1-Turm, also der ist eh schon abgeschrieben worden. Richtig schön auch, wie SK hier jetzt gerade die Lanes bespielt. Ja, Sase da gegen Vipo zu schicken, weil er weiß, Jenix macht da nichts mehr und er kann sich da selber nochmal immer wieder mit dem Turm schützen. Problem ist nur, der ist jetzt sehr weit vorne und Selfmade ist den ganzen Weg runtergekraxelt und jetzt will man diven und der hat eine Ultimate. Zack. Ja, das sah relativ einfach aus und ich glaube, das war auch relativ einfach am Ende des Tages. Ja, ja, es sah einfach zu offensiv an der Stelle. Also ihn gegen Vipo zu schicken ist richtig. So weit zu pushen, wenn du nicht weißt, wo der gegnerische Jungler ist, ist schwierig. Ja, vor allen Dingen, wenn er auch noch so einen einfachen CC hat. Wo die Bär rennt dich hier wirklich bis einmal an, knabbert dich an, du bist gestunt und danach ist es sofort vorbei. Ja, und es interessiert ihn halt nicht, ob da ein Turm steht. Ja, kurz und bündig, sagt man dazu. Ja, und das nutzt man jetzt aus. Sase ist down, hat noch TP und alle sind Base gegangen von SK. Und jetzt schau dir mal den DPS an. Der ist jetzt nicht der größte, würde ich dazu sagen, aber Kog'Maw mit dem prozentualen Schaden. Solange Kog'Maw sein W aktiv hat, macht er unglaublich viel Schaden. Danach ist mal so ein kleiner Slowdown. Bipo holt da nochmal Zeit raus jetzt gegen vier Mann. Ja, der opfert sich da sonst gerne mal, kämpft da gegen drei, aber Nash hat man bekommen und damit kann er leben. Auch wenn es natürlich auf so einen Splitpusher schön gewesen wäre, aber hier war es ihm einfach wichtig, dass niemand nochmal zum Nash kommt. Genau, das war, glaube ich, auch einfach so der Gedankengang. Ja, jetzt sehen wir auch nochmal Mortal Reminder fertig bei Reckless. Das tut schon weh, würde ich sagen. Ja, hat da eine Menge Penetration, beziehungsweise Lethality. Ich bin gespannt. Oh, Limit, Hylissang, das E hat er rausbekommen. Ah, der ist gut tanky, der Junge. Ah, das stimmt schon, aber stirbt dann trotzdem. Oh, der hat gesessen. Selfmade. Und das ist so gut. Oh, die Bombe. Nemesis bekommt den Limit und jetzt saß er wieder mit der Wall, bekommt dann Nemesis rüber. Double Kill für ihn. Reckless kann den Return Kill holen. Oh, so schade. Eigentlich ein Giga-Powerplay für SK. Auch das saß er da nochmal rein. Geht und dann Kog'Maw rankommt, der nicht perfekt schafft, seine Ultimate zu flashen.
Ja, aber am Ende des Tages sind sie jetzt schon ein bisschen weit zurück. Ja. Das ist halt so, du musst dir überlegen, Sazi opfert sich als Hypercarry des Teams in dem Moment dafür, dass er einen Hypercarry des Gegners vernichten kann. Aber die haben halt immer noch mehr Carry-Power. Aber hier ist mal richtig schön gemacht. Vipo ist immer noch tot, dadurch so oder so eine Überzahlsituation. Sie kriegen einen Free-Catch auf Hylissang, auch wenn der Tank hier ist. Selfmade versucht zu helfen. Na, so diese Grundregel Nummer 1. Niemals versuchen zu helfen, aber jetzt guckt euch mal Nemesis Damage an. Da ist sogar Trick, der hat richtig Glück gehabt, dass nochmal dieser eine Ult-Stack verfehlt hat. Ah, und Sazi, der macht da einen wunderbaren Play draus, saved viel, aber das reicht eben nicht ganz. Da ist immer noch ein Reckless und Reckless steht 6-2-7. Der hat 3 Lethality-Items und 1 das Rüstung durchdringen. Ja, und das ist Entschuldigung, 2 Lethality-Items und Muramana. Ja, jetzt TP und SK ist als erstes dran am Drachen. Es wäre aber erste Dritte. Ja, aber das wäre auch der dritte Infernal Drake. Stell dir mal vor, den Kog'Ma mit 4 Infernal Drakes und das Soul. Na, happy birthday. Ja, safe mate, geht hier über die Wand. Ah, Fnatic ist da und da hat hier SK den Drachen sicher. Trotzdem geht der Fight immer los. Jennings von innen will da ran an Nemesis. Der versucht das Ganze zu kiten. Sein Ultimate mit dabei. Reckless allerdings jetzt down. Reicht der Schaden trotzdem. Nemesis ist frei und kann hier Damage machen. Und das reicht hier für Fnatic. Sie nehmen den Fight, verlieren den Drachen. TP sogar nochmal, um Trick abzufangen. Ran an den Turm. Zack, Trick. Keine Chance, Ace für Fnatic. Und da ist praktischerweise schon die Wave. Sie wollen den Turm. Das kann sie wollen werden. Das Spiel. Die haben richtig hohe Timer. Noch 15 Sekunden bis Blitzcrank wieder da ist. Aber Blitzcrank ist überhaupt kein Faktor. 25 bis Crouch wieder da ist. 24 Sazi. Das kann sogar schon gewesen sein. Man schaut sich den Damage an. Nemesis hat so viel Damage gemacht und ist die ganze Zeit nicht bedroht worden. Jennex hat es versucht, kam nicht ran. Der Renekton-Pick ist hier überhaupt nicht aufgegangen. Limit lebt, aber das interessiert ja niemanden. Der Nexus liegt frei und das war's. Fnatic gewinnt hier das letzte Spiel in der Regular Season und sichert sich damit den vierten Platz. Ja, von ihnen auch nochmal richtig schön gemacht. Auch nochmal ein kleines Statement nach der kleinen schwachen Phase, die Fnatic hatte. Man will ja natürlich auch ein bisschen schöner in die Playoffs reinstarten. Aber man will ja auch ein Statement setzen, dass die Gegner sich auch mal ordentlich auf einen vorbereiten. Und hier gehen sie auf jeden Fall mit dem letzten Sieg der Saison, der regulären Saison, nochmal von dannen. Ja. Für sie also gar nicht mal so unwichtig. Ja, für SK natürlich schade. Sie hätten jetzt die Chance gehabt, nochmal vorbeizuziehen. Aber auch SK ist sicher in den Playoffs. Und das ist die Hauptsache. Gerade so spannend und so knapp, wie es hier bei dieser LEC war. Da war ja bis vor kurzem überhaupt nicht klar. Der letzte Spieltag war so entscheidend für einige Szenarien. Halleluja, das hatten wir lange schon nicht mehr. Das stimmt. Also grandioser letzter Spieltag, keine Tiebreaker, alles ist entschieden und bis zum letzten Game ist wirklich noch einiges offen. Also ich meine, was will man mehr? Ein wunderschöner Tag, so schön wie heute. Was sagt dir die Analyse-Ecke dazu? Erstmal sage ich danke Mori und Eis für die wunderbaren Casts heute. Also gerade das Schalke-Game, wie Mori dazwischen abgegangen ist, holy moly, ne? Das waren die guten alten Zeiten. Und wir haben gesehen, die guten alten Teams, nämlich G2 und Fnatic, haben zum Ende Splits nochmal aufgedreht. Zwischendrin war die große Frage, ob sie es überhaupt in die Playoffs schaffen, zumindest bei Fnatic. Und sie haben es geschafft. Sie haben es sogar ins Upper Bracket geschafft, also unter die Top 4. Denn dadurch, dass sie gegen SK gewonnen haben, sind sie praktisch im direkten Vergleich weiter vorne und sind winmäßig gleich auf. Das heißt, sie rutschen auf Platz 4, SK auf Platz 5 und Schalke dann auf Platz 6. Ne? Ihr seht es gerade schon an den Standings. So sieht das Ganze aus. Und ja, das ist insofern interessant, dass wir praktisch die beiden alten Teams, G2 und Fnatic, gegen die beiden neuen Teams antreten lassen werden in den Playoffs, gegen Rogue und Mad Lions. Und Schalke und SK, die können darum buhlen, ne? Wer von ihnen es praktisch schafft, vielleicht sogar sich ganz bis zur Spitze durchzukämpfen. Es wird super insane, also was die Storylines angeht, schon mal sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, Fnatic hat mich nochmal positiv überrascht. Es war ähnlich wie im letzten Split. Sie haben zum Ende nochmal aufgedreht. Was erwartet uns jetzt in den Playoffs? Und vor allen Dingen, was glaubst du, wer geht hier gegen Rogue ran? Gegen wen wird Rogue antreten wollen? Also interessant, ne? Auf der einen Seite, eventuell wird Fnatic wieder gegen Rogue irgendwann stehen. Also wird interessant werden bei Schalke und bei SK. Ist lustig, weil ich glaube, vor 2 Splits, da war das schon mal so, dass SK Schalke rausgekickt hat auf den Tiebreaker auf den letzten Tag. Das heißt, jetzt können die sich dafür rächen. Können die nochmal schauen, yo, wenn die jetzt prepared kommen, machen die drehen den Spieß um und quasi sorgen dafür, dass SK nicht weiterkommt und damit Worlds verpasst. Oder aber SK rächt sich einfach nochmal und sagt, ja, Gatekeep das Ganze wieder, Schalke kann wieder nicht Worlds gehen. Also von daher wird es da auch wieder spannend, ne?
Ja, insgesamt. Die Aufstellung ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Dann, Annika, ne, wir haben ja häufig darüber geredet, dass Mad Lions super gut aussieht, dass Rogue extrem ausgesehen hat, gerade zu Beginn des Splits. Haben G2 und Fnatic geschwankt, jetzt zum Ende hin wurde es doch immer besser? Lag es daran, dass man sich daran gewöhnt hat, von zu Hause aus zu spielen? Oder sind die Teams einfach nochmal Richtung Playoffs aufs Ganze gegangen und haben sich vorher, wie einige Teams gesagt haben, ein bisschen ausgeruht, um mehr Power für die Playoffs zu haben? Also ich glaube, offline zu spielen wäre gerade für Teams wie G2 oder Fnatic, die es ja eigentlich gewohnt sind, vor einem Publikum in Atlashof zu spielen, schon nochmal eine kleine Umstellung. Ich glaube trotzdem auch, dass man sich da relativ schnell dran gewöhnt hat. Und gerade jetzt innerhalb der letzten Wochen halt doch dieses, wir wollen Playoffs schaffen, wir wollen uns das nicht entgehen lassen, wir wollen auf die Worlds fahren und eben beweisen, wie die alteingesessenen, erfolgreichsten Teams in Europa sind, dann auch eben dafür gesorgt hat, dass man nochmal die Leistungssteigerung erbringen konnte, um eben weiterhin Platzhirsch zu bleiben. Ja, wir werden vor allen Dingen potenziell immer noch ein G2 sehen, was gewinnt, weil die sehen stark aus. Wir haben Fnatic, was auch rein theoretisch wieder um den Titel kämpfen kann. Aber ich glaube, diesmal, und wir haben das häufig erwähnt, haben wir eine LEC, in der die Teams super nah beieinander sind. Ich glaube auch, dass die Playoffs, bevor wir in die Playoffs gestartet sind, noch nie so knapp ausgesehen haben. Gibt es schon Favoriten, wo ihr sagt, okay, die werden im Upper Bracket bleiben, die werden ins Finale einziehen? Welche zwei Teams würdest du da sehen, Musiting? Ich würde wirklich mit Tim gehen und da wirklich auch Mad Lions ganz vorne sehen. Mhm. Jetzt gerade im Split ist halt, so wie du es gerade angesprochen hast, aufgrund der Meta haben wir einfach G2, eines der stärksten Teams. Dann ist da Mad Lions und dann ist da Fnatic. Ich brauche noch ein bisschen was anderes von Fnatic. Ich will noch sehen, dass sie sich ein bisschen verändern. Heute war schon mal ein richtig guter Tag. Man hat gesehen, also Nemesis war da mit seinem Kog'Maw. Aber in den Playoffs reicht das. Mhm. Bei Reckless, da muss halt noch dieser eine Carry-Champion noch mal rauskommen. Also am besten Caitlyn, die müssen sich noch mal ein bisschen, ein paar andere Comps auch noch mal angewöhnen. Ein Steal alleine reicht nicht und ein Steal wird auch bei Worlds nicht reichen, um noch mal in die Finals zu kommen. Definitiv. Da gibt es auch eine ganze Menge andere Teams, die dann eben mehr im Petto haben. Wir haben gesehen, Schalke hat sich da sehr weit entwickelt mit Lions, Rogue, aber natürlich auch sehr, sehr starke Teams. Annika, was wäre dein Wunschfinale fürs Ende des Splits? Wunschfinale. Das Wunschfinale wäre bei mir vermutlich Mad Lions gegen SK. Mhm. Viele Vertreter aus unserer ehemaligen, also aus der Prime League. Ich finde eben, es sind beides wohl interessante Teams, die auch mit vielen Rookies es sehr weit geschafft haben und auch gefühlt immer mehr improven, sich immer mehr neue Dinge aneignen und eben auch sehr schnell reagieren auf eben Gegebenheiten, wenn eben G2 sagt, gut, dann geben wir euch halt den Asien, als den Fnatic, da dann eben versuchen, so wegzucampen. Und ich bin auch gespannt, ob da jetzt auch Adaptionen von SK kommen werden, man da vielleicht auch mal einen anderen Midlane-Champion findet oder was sie nochmal speziell preparen können für Playoffs. Ja, ihr seht also, es wird weiterhin sehr, sehr spannend bleiben und man ist sich noch nicht einig, wer es schafft, ins Finale einzuziehen, wer es schafft, in den Playoffs weiterzukommen. Das erfahrt ihr alles in zwei Wochen, da gehen die Playoffs nämlich los. In der nächsten Woche ist dafür am Sonntag das Finale der Prime League, also da solltet ihr euch natürlich auch kein Spiel entgehen lassen, weil Maus aktuell ziemlich insane ausgesehen hat. Da könnt ihr natürlich auch gerne wieder einschalten auf dem Prime League Channel. Von uns war es das für heute. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß bei den Games. Wenn ihr heute zugeguckt habt, ihr habt ein Stück Geschichte gesehen, weil ich glaube, das war eins der knappsten Finale, was wir jemals in der LEC hatten oder zumindest Ende des Splits. Wie es dann weitergehen wird, erfahrt ihr in zwei Wochen. Danke nochmal, Musiting, dass du da warst. Du hast uns sehr bereichert, muss ich sagen. Vielen Dank. Du natürlich auch wieder. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch, das habe ich schon gesagt. Ist aber auch egal. Ne? Euch danke, dass ihr zugesehen habt. Danke an die Regie, die drei Tage durchgezogen hat mit uns. Ansonsten war es das für heute. Habt noch einen entspannten Abend. Haut da rein, euer Bart.